Entweder bist du ein Vollblutretter oder bist fliehend in einem Job. Weil der Job hat viele Schattenseiten, hat viele schöne Seiten. Und wenn man Vollblutretter ist, ist er nichts zu viel. Und ja, man lebt für das. Ich bin Philipp Grant, bin von Susto, arbeite seit 21 Jahren bei der Erzermatt und bin hier Rettungssanitäter. Das ist der Gonzo von Arsidi, das ist meine Gebirgsfläche, die ich komme. Philipp, wie viele Menschenleben hast du schon gerettet? Oh, das ist schwierig zu sagen, aber ich bin so lange dabei, ich habe ca. 5000 Heli-Einsätze. Und noch, was natürlich noch da und die ganze Ambulanz ist, die dazu kommen. Reden wir doch gerade über das. Du bist Rettungssanitäter und du bist in deiner Freizeit auch Geländesuchhundeführer. Also ein Leben für die Rettung. Entweder bist du ein Vollblutretter oder bist du fliehend in einem Job. Weil der Job hat viele Schattenseiten, hat viele schöne Seiten. Und wenn man Vollblutretter ist, ist er nichts zu viel. Und ja, man lebt für das. Macht das stolz, wenn man aber Rettungssanitäter da sein so in einem Unternehmen? Ja, also es macht sicher stolz, erstens, dass wir bei der Erzermatt arbeiten. Und zweitens, das ist halt meine Aufgabe und mein Job, Rettungssanitäter zu sein. Und der macht mich auch stolz. Und der erfüllt mich eigentlich jeden Tag, wenn ich jemandem etwas Gutes tun kann. Und ich bin am Abend nicht beige, wenn ich keinen Einsatz hatte, weil dann geht es allen Leuten gut. Einsatz, wo man nie so schnell vergisst oder überhaupt gar nie vergisst. Wie gehst du mit dem um? Ja, also mit den Jahren lernt man das und ich habe jetzt das Gefühl, man muss ein bisschen für das geboren sein. Man muss eben einen guten Ausgleich haben, sei das mit der Familie, mit dem Hobby und so, dass man einfach am Abend quasi heimgeht. Man denkt zwar nur über diese Sachen an, aber nachher hat man einen guten Ausgleich und den habe ich halt mit dem Rettungshundewesen. Bei was für Einsatz hast du so Situationen gehabt, die eben anläufen? Ja, also der dramatische Einsatz, den ich hatte, war sicher das Busunglück in Siders. Ich meine, solche Bilder hat man nur gekannt, vom Fernsehen an, von der Tagesschau an. Man muss sich vorstellen, wenn du so hinter dem Bus über 20 tote Kinder am Boden siehst, die da zugedeckt sind, das geht dir auch als abgebrühter Retter an die Substanz. Und im Endeffekt hast du die rot-weißen Sterne, aber eben auch ein Teil der Familie, immer mit dir mit, weil du hast eigentlich einen einzigartigen Helm, was sonst so in dem Stil niemand bei der Erzermatt hat. Kannst du mir den vielleicht einmal zeigen? Ja, das ist mein Helm. Den habe ich eigentlich bei jedem Einsatz an. Und ja, ich kann gedacht, etwas Spezielles machen. Das ist wie der Hockey-Goalie, hat eine Goalie-Maske an. Was er speziell agiert hat, die sticht auch uns gegenüber allen anderen Spielern. Und ich habe dazumal den Helm so lackiert und habe dann hinten noch die Namen drauf getan, von meinen beiden Boccia. Mhm. Die fliegen also in dem Sinne wirklich immer mit, he? Ja, das sind eigentlich immer mit mir, ja. Rund 5000 Einsätze, sagst du. Und das Wissen, was du da sammelst, gibst du euch gerne weiter. Ja, das stimmt. Die Erzermatt hat das Erzermatt Trainingscenter, wo wir eigentlich medizinische Kurse machen für Laien und für Rettungssanitäter oder für Berufsretter. Und da gebe ich eigentlich recht stark Kurse an und das macht mir auch Spass, Kurse zu geben. Jetzt hast du Erfahrungen als Rettungssanitäter auf der Ambulanz, aber auch auf dem Helikopter. Ist das auch die Passion zur Fliegerei, dass du auf dem Helikopter drauf bist? Ja, mein Werdegang in der Fliegerei war durch das, dass ich halt Helikoptermechaniker gelernt habe. Nach meiner ersten Lehre als Lastwagenmechaniker. Und da war halt die Passion zur Fliegerei schon da. Und wenn man natürlich nachher die Chance bekommt, nur Rettungssanitäter zu machen, auf dem Heli, ist natürlich das absolut top. Sind die Unterschiede von der Ausbildung, sind die da?
Was halt der Rettungssanitäter vom Heli speziell hat, sind halt die ganzen Einweisungen, Windoperator, Nachtflug und der ganze Umgang halt mit dem Heli selber, die Gefahren, Verhalten, auf was müssen wir achten, Wetter und was bräuchte eine sehr lange Einarbeitungszeit, wenn jemand als Rettungssanitäter mit uns anfängt. Ich habe es am Anfang dir schon gesagt, dein Leben ist eigentlich ein Leben für die Rettung, aber vom Beruf her, aber natürlich auch in deiner Freizeit. Jawohl. Ich habe nur einen Hund. Da bin ich ein einsatzfähiger Geländesuchhundeführer vom KWR, also von der kantonalen Walliser Rettungsorganisation. Und das ist ein sehr grosser Anteil von meiner Freizeit, den ich damit verbringe. Jawohl. Ja, Philipp, jetzt sind wir hier. In deiner zweiten Leidenschaft, wenn du so willst, aber auch wiederum Rettung. Was ist das, ein Geländesuchhundeführer? Was macht er genau? Ein Geländesuchhundeführer, der sucht mit seinem Hund vermisste Wanderer oder demente Leute, die abgegangen sind. Aber einfach, weil es der Name sagt, im Gelände und nicht in der Stadt. Für das gibt es andere Sparten, Hundeführer. Wenn er auf Einsatz geht, wie bereitet er einander vor? Dann hat man einen Rucksack. Und dann hat man so ein Arbeitstöne drin. Und das ist eigentlich für ihn das Zeichen, dass er jetzt so arbeiten muss. Dann habe ich hier noch Bringsel. Das heisst, das Bringsel habe ich immer am Halsband an. Wenn er eine Person findet, einen Gegenstand findet, nimmt er das Bringsel selbstständig ins Müll. Ah, ja. Bringt das mir zurück. Ich sage ihm aus und sage ihm zeig. Und dann sagt er vor mir zum Gegenstand, dass er Person war, gefunden hat. Das ist ja verrückt. He? Oder? Dann habe ich nur so Puder im Hosensack. Und der Puder brauchen wir eigentlich, für die Windrichtung zu bestimmen. Das ist natürlich entscheidend. He? Es hilft natürlich sehr stark. Jetzt merken wir hier, wenn wir stehen, es gibt ein leichtes Luftchen, aber es wirklich, du merkst nicht, von wo das kommt. Ja. Ich kann jetzt hier Puder tun, dann sieht man, wie der Wind geht. Ja, also kommt der Wind so ein bisschen von der Seite. Er kommt ein bisschen so und geht nachher so rüber. Weil wenn der Hund mit dem Wind arbeiten kann, kriegt er die Geruchspartikel von dem Verletzten oder vom Gegenstand vom Wind zu ihm herangetragen. Und das sticht er halt. Ja. Also es ist gut möglich, dass er hier hochläuft zum Beispiel. Und wenn er jetzt hier oben im Wald liegt, dass er es mal macht, zack, und geht da rüber, ohne dass ich ihm etwas gesagt habe. Ja, dürfen wir das mal probieren? Probieren wir mal. Ja. Ja. Kann ich mir das Wort da gerade anlegen? Bin ich gespannt, ob er mich findet. Oh, Ram. Das Mann gefunden, ja, so ist der Feine. Jawohl. So ist der Feine, das Mann. Super. So ist der Feine. Warte. Der hat mich ja extrem schnell gefunden. He? Ja, es ist natürlich jetzt eine gestellte Szene und ist halt relativ einfach für ihn. Aber ja, er hat das gut gemacht. Er ist schnell gekommen. Er hat das Bringsel ohne Zögern aufgenommen. Ist schnell zurück zu mir gekommen. Und hat das Zeigen euch gut aktiv angezeigt. Und so ja. Läuft es eigentlich ab. Was für mich immer wichtig ist, dass man, wenn man die Person im Nachhinein findet, dass nicht in meinem Perimeter war. Ja. Weil das ist dann schon, habe ich das Gefühl, belastend für mich als Berufsretter, weil ich halt die ganze Situation nicht kenne. Wenn man jetzt eine Person würde, drei Tage später finden, in dem Sektor, wo ich den Auftrag suchen kann. Machen wir Feierabend. Gehen wir noch zusammen ein bisschen mit dem Hund laufen. Können wir machen, ja. Komm, machen wir das. Merci. Ja. Ja, komm, machen wir vier oben.